Hey Pyros und seid recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was für ein Video möchtet ihr gerne sehen, habe dann eine Abstimmung gemacht und ja, das Video, was gewonnen hat, war: Was habe ich dieses Jahr zu Silvester online bestellt? Und ich möchte euch jetzt mal meine Bestellungen bei den Online-Shops, drei an der Zahl, ein bisschen genauer vorstellen. Und das Ganze passiert jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, und beginnen möchte ich in dem Fall mit dem guten Tosh-Büro. Dort bestelle ich seit, ich glaube, 2 Jahren erst. Aber Tosh-Büro hat mich absolut überzeugt. Und ja, ich gehe jetzt mal der Reihe nach durch, was ich bestellt habe. So, und das ist Bestellung Nummer 1. Man möchte anmerken, die ist vom 1. April diesen Jahres bereits. Und da habe ich mir das Böller Überraschungspaket bestellt. Die Überraschungspakete sind immer relativ schnell weg. Ich habe es auch ein bisschen verpennt. Ich wollte mir eigentlich das Batteriepaket noch bestellen, aber ja, ist schon wieder aus. Was soll's, egal. Böller Überraschungspaket, freue ich mich drauf. Das ist Artikel Nummer 1. Ja, die nächste Bestellung, die habe ich im Juni gemacht. Und ja, das ist relativ viel Kleinkram, was ich hier geordert habe. Also, da fangen wir mal an. Pyro Factory Kamikaze, das sind kleine Five-Böller. Brückhoff Dynamite, das sind, ja, ich sag mal, in der Größe von The King-Böller. Ja, aus dem Hause Brückhoff. Ich habe sie bereits da. Hat sich jetzt unterjährig mal ergeben, dass ich sie bekommen habe. Werde sie bald mal testen, mal schauen, wie die sind. Screamer King von Brückhoff. Das ist, ja, wie eine Heulfontäne. Finde ich sehr cool. Gefällt mir. Geisher Grenades. Nächster Artikel. Das sind, ja, kleine Crackling-Bälle. Ähnlich wie die von Explode und Classic, die es bereits gibt. Mal schauen, was die Geisher-Sachen können. Dann den XP3-Böller, der vom Design ein bisschen wie die FP3s Polen-Böller sind und auch mit Vorbrenner sein soll. Einfach mal schauen, wie die sind. Dann nochmal die Explode Big Balls, die Crackling-Bälle. Von Rubro eine kleine Knallkette. Dann habe ich die Explode XP13, das ist eine kleine Batterie, für 1,11 Euro bestellt. Es gab auch überhaupt kein Produktvideo dazu. Ich dachte mir einfach, nimm sie mit, ich habe sie dreimal bestellt. Die wird dann am besten dreimal zusammengeschossen und gut ist. Ja, das nächste wäre noch in Explode Hürten Böller D-Schinken und ein Super Böller 2-Schinken. Ja, diese gab es einfach für einen kleinen Preis, wo ich mir dachte, komm, da kannst du nicht viel verkehrt machen, nimm sie mit. Zumal sie zumindest ganz schön aussehen, auch wenn sie nicht gut knallen. Dann haben wir noch die Explode Big Shots Variante 1 und 2. Die sahen im Herstellervideo definitiv sehr cool aus. Ich habe sie auch schon mal bei einem Vorschießen gesehen. Also die taugen auf jeden Fall was. Und die Explode Double Deck Red. Fand ich eine sehr, sehr geile Batterie. Bin ich extrem gespannt drauf, wie die dann live ist. Ja, das ist so ein bisschen eine Kleinkrambestellung, 68 Euro. Machen wir gleich mal weiter, was es noch so gab. Ja, die nächsten Artikel, die habe ich schon am 30.06. hier bestellt. Und zwar war das einmal die Pyro Factory Troublemaker. Das war eine sehr, sehr geile Batterie. Die hatte ich letztes Jahr, gab es zum Specialpreis sogar diesmal für 16 Euro. Heuler, Salut, sehr schnell geschossen, macht ordentlich Lärm. Geiles Ding, kann man am Tag oder als Startschuss für einen Silvesterabend nutzen. Sehr, sehr cool. Dann habe ich noch die Loving War genommen. Das ist eine Tagesbatterie mit Crackling und Konfetti rausschießen. Einfach mal, ja, für ein Silvester, Vormittag, Mittag, was auch immer. Da wird die definitiv geschossen. Und die gab es auch zum Sonderpreis, die Leslie Mixed Emotion. Kenne ich persönlich gar nicht. Habe ich mir in dem Video angeschaut. Kann ich euch ja mal vorspielen. Fand ich relativ cool. Ja, total gemischte Effekte, Blinker, wie man sieht, dann ein paar Schweifkometen, ja, fand ich einfach mal sehr interessant, hat auch Fische drin, also die ist komplett gemischt, noch nie vorher gesehen, hat mich aber überzeugt, kann ich mir ganz geil vorstellen, mal in einem Feuerwerk drinne, deswegen habe ich die gleich genommen, für den günstigen Preis. Von lediglich 10 Euro pro Stück ist die noch viermal im Warenkorb gelandet. Ja, das nächste ist Explode Container Line XP02, wo inzwischen feststeht, diese Batterien werden definitiv dieses Jahr nicht kommen. Das heißt, ja, hier muss ich dann entsprechend gucken nach einem Ersatzartikel, den mir Toshi liefern kann oder beziehungsweise
Ja, Ersatzartikel habe ich hier ausgewählt. Explode Signal Handfackel, einfach mal zum Testen, ist was Neues. Und von Fuhrwerk Total, eine Firma, die mir absolut gut gefällt. Ein Familienset, das ist hier so gemischt mit einer kleinen Batterie und einigen Fontänen. Will ich mal testen, kam 13 Euro. Ja, muss man mal schauen. Gab es kein Video von, ich bin mal gespannt. Ich denke mal, zum Warmschießen ist das relativ cool. Gut, und das war's schon mit dem Part der Bestellung. Ja, dann gab es nochmal eine ganz kleine Nachbestellung. Das ist bei Toshi immer sehr verführerisch, dass man für so geringe Beträge bestellen kann. Habe ich noch dreimal die Explode Container Line XP01 bestellt, die auch nicht kommen wird. Das sind immer so, ja, kleine Finalbatterien. Man hat nie ein Video von gesehen, aber der Preis war halt total überzeugend. Aber gut, was soll's. Dann zu habe ich noch die Geisha Scorpion Vulkane bestellt. Die seht ihr hier, also 4,44 Euro Top-Preis. Es sind Goldvulkane, ich mag ja selber Goldeffekte sehr doll und 5 Stück für das Geld, denke ich mal, kann man nicht meckern. Ja, und zu guter Letzt meine letzte Bestellung für nochmal knapp 60 Euro, die ich erst vor kurzem getätigt habe. Da haben wir einmal Fuhrwerk Total Decibull, Spanish Black Bulls, keine Ahnung, das sind halt Flinderböller, ja, mit Schwarzpulver gefüllt logischerweise. Keine Ahnung, wie die sind, ob die gut sind, ob die schlecht sind. Fuhrwerk Total ist ja wirklich noch ganz neu auf dem deutschen Markt. Für 2,75 Euro habe ich sie jetzt einfach mal eingepackt. Test wird natürlich folgen. Das nächste ist dann Pyro Factory Scream. Ja, der Scream-Böller, den sollten schon einige kennen. Den hatte ich letztes Jahr. Finde ich ganz cool. Habe ich mir eine Packung bestellt. Mehr brauche ich davon auch nicht. Aber ist mal definitiv ein netter Effekt. Mit dem Heuler. Knall war auch gut laut. Also das passt. Einmal zum Testen noch den Chipolla Schwarzpulverböller. Das haben sicher viele mitbekommen, dass es den jetzt gibt. Ich zeige euch den mal eben. Ja, hier seht ihr mal das gute Stück. Dieser Chipolla Böller, also ein Knallfrosch mit einem Abschlussknall noch dran. Natürlich alles Schwarzpulver, Kategorie 2. Die Videos, die es vorab mal schon gab, waren total gemischt. Auf manchmal wirkte er laut, manchmal nicht. Ich werde ihn mal testen. Einer kostet halt einfach schon 3,75 Euro. Das ist halt echt teuer für einen Böller, ne? Aber ist mal mit dabei. Wer natürlich Bock hat, kann die auch direkt im, glaube ich, 12er-Pack bestellen für 40 Euro. Das war es mir noch nicht wert. Da warte ich lieber noch ein bisschen ab. Ja, weiter geht's mit Fuhrwerk Total nochmal. Die habe ich ja schon erwähnt. Finde ich mega geil. Und zwar ist das hier das Strobe. Das ist eine 2x25 Schuss Batterie. Ich mache euch mal das Video auf. Ich finde sie richtig geil. Zieht euch mal die Batterie rein. Richtig schöne Blinker sind das. Die fetzt auf jeden Fall. Also, ich spule mal ein bisschen vor. Die Box sieht richtig gut aus. Gefällt mir echt gut. Auch in Salven zum Ende. Haut die nochmal richtig was raus. Also geiles Brett, auf jeden Fall. Hat mir richtig gut gefallen. Fuhrwerk Total generell. Viele, viele geile Batterien für einen guten Preis. Also die hier ist fertig verleitet, kostet 44 Euro. Finde ich total geil, wenn man manchmal eine Batterie schon mal anschaut. Ja, eine High-Class-Batterie, ne, bezahlt man auch mal schnell seine 40 Euro. Ich denke mal, da hat man mit der Box hier doch fast schon mehr Freude. Bin ich sehr gespannt drauf. Und zu guter Letzt nochmal von Geisha ein Raketensortiment. Das ist tatsächlich das einzige Raketenset, was ich bestellt habe. Sonst überhaupt keine Raketen. Und zwar die Sirius Rockets. Ja, 5 Stück in der Packung. Gab kein Video. Keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Aber ja, für 5 Euro 5 Raketen. Ich denke mal, da kann man auch nicht viel verkehrt machen. Ja, das ist meine Tosh-Pyro-Bestellung für dieses Jahr. Sind in Summe, ich glaube, 270 Euro. Ist jetzt nicht die Welt. Es gab auch noch viele, viele geile andere Sachen, die ich aber zum Teil schon getestet habe oder mich einfach dagegen entschieden habe. Ja, ich bin mal gespannt. Das war definitiv erstmal die Tosh-Pyro-Bestellung.